kenne Leute, die wahrscheinlich mir nichts Gutes wollen und warum soll ich die denn in meinem Leben haben? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder mal um das Thema Minimalismus. Ich habe dazu schon einige Videos gedreht und falls ihr euch meine anderen Minimalismus-Videos angucken wollt, könnt ihr das gerne hier oben machen. Und zwar geht es heute wieder um das Thema Ausmisten, wie in sehr vielen anderen Videos. Und zwar geht es heute um das Thema, was kann ich noch ausmisten, beziehungsweise welche Bereiche meines Lebens muss ich noch ausmisten oder kann ich noch ausmisten. Denn es gibt einige Bereiche, die mir anfangs gar nicht so klar waren, die ich eventuell noch ausmisten könnte und noch gar nicht darauf gekommen bin und das werde ich euch heute vorstellen. Aber vorab möchte ich eine Sache sagen, die ich zum Anfang jedes meiner Minimalismus-Videos sage. Und zwar ist es quasi die Definition von Minimalismus. Was ist es eigentlich wirklich? Denn oft wird es als Lifestyle verstanden, bei dem man nur 100 Sachen haben darf oder bei dem man nur eine bestimmte Anzahl von Dingen haben darf, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, nur die Dinge zu haben, von denen man glaubt, diese gerade in seinem Lebensabschnitt zu brauchen. Also die Dinge, die du magst, die du schön findest, die du brauchst, diese hast du in deinem Leben und alles andere nicht. Es geht einfach um die bewusste Auswahl und darum, dass du dich nicht von deinem Besitz definieren lässt, sondern nur das hast, was du wirklich brauchst und der Rest kann weg. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Falls euch diese Themen interessieren und ihr gerne mehr davon hören wollt, dann abonniert meinen Kanal. Was können wir heute ausmisten? Ich habe einige Bereiche für euch aufgelistet und werde sie euch jetzt nennen. Viel Spaß bei dem Video. Und zwar ist der erste Bereich Musik. Also wenn ihr eine Musikplattform benutzt, wie jetzt beispielsweise bei mir Spotify, dann könnt ihr mal durch eure ganzen gespeicherten Songs gucken, durch eure gelikten Songs jetzt bei mir. Und dann habe ich halt ziemlich viele Songs und eigentlich höre ich nicht unbedingt alle. Und es regt mich oft auf, wenn ich auf Shuffle drücke. Dann kommen irgendwelche Songs, die ich mal vor 3 Jahren gespeichert habe, die ich gar nicht mehr höre und dann kann ich sie immer etwas ausmisten. Und außerdem habe ich auch noch Playlists, die ich meistens auch gar nicht mehr höre. Also da ist auch ein guter Bereich, um mal wieder auszumisten und seine wichtigsten und Lieblingssongs drin zu behalten und diese immer zu hören. Und alle anderen komischen Songs kommen dann raus. So, der nächste Punkt nennt sich Dekoration. Die Deko, die du in deinem Zimmer hast. Meistens hat Deko gar keinen richtigen Wert für uns, außer wenn du es jetzt schön findest, kannst du natürlich bei dir behalten, also kein Problem. Ich habe jetzt auch hier einige Bilderrahmen, ich habe auch einige Dekorationen bei mir in meinem Zimmer, aber so viel eigentlich gar nicht, weil ich finde, dass mein Zimmer nur so ein bisschen zugemüllt wird dadurch und ich eigentlich gar nicht so viel Dekoration brauche. Und deswegen wäre das auch ein Punkt, das bei euch auszumisten und zwar eure Dekoration. Weil, ja, ich glaube, nur die wenigsten Deko-Artikel braucht ihr dann wirklich und macht euch wirklich glücklich und der Rest müllt euch dann einfach nur zu und einfach nicht so relevant. Der nächste Punkt klingt etwas blöd, klingt etwas radikal, aber eigentlich ist es was Gutes. So, es geht um Freundschaften und um Bekanntschaften, so mistet euren Bekannten- und Freundeskreis aus. Bei Minimalismus geht es ja auch darum, dass ihr euer Leben schön lebt und dass ihr euer Leben so einfach wie möglich macht teilweise und Freundschaften ausmisten. Das ist so eine Sache, die ich oft auf meinem Kanal anspreche, von wegen trenne dich von Leuten, die nicht gut tun. Aber es ist eine sehr wichtige Sache für mich, nur mit Leuten zusammen zu sein, die mich im Leben weiterbringen und die mir Gutes tun wollen. Und ich kenne Leute, die wahrscheinlich mir nichts Gutes wollen und warum soll ich die denn in meinem Leben haben? Und ich glaube, wenn man Leute als Freunde bezeichnet, muss nicht unbedingt diese richtige Definition von Freundschaft haben. Also guckt da einfach mal, ja, habt ihr irgendwelche toxischen Freundschaften oder irgendwelche Freundschaften, die euch nicht gut tun oder irgendwelche Bekanntschaften, die euch nicht gut tun. Und meine Schwester spielt, glaube ich, gerade Klavier. Ihr könnt euch mein letztes Video angucken, es ist so... Ich verstehe es nicht. Jedes Mal, wenn ich ein Video aufnehme, macht irgendjemand irgendein Geräusch. Gestern war es meine Mutter, die gesaugt hat. Heute meine Schwester Klavier. Was ist hier los? Wenn wir jetzt schon bei Freundschaften und Bekannten sind, können wir das Ganze auch noch auf unsere digitalen Medien übertragen und können unsere ganzen Kontakte ausmisten. Das ist eine Sache, die ich so gerne mache, weil ich wirklich viele Kontakte habe und viele Kontakte von Leuten, mit denen ich gar nichts mehr zu tun habe und die ich auch gar nicht mehr
mich an die erinnere oder so. Und deswegen ist das auch eine sehr gute Idee, mal seine Kontakte auszumisten. Wie viele Kontakte habt ihr? Ich guck mal nach, wo sieht man das? Ich glaube ganz unten. Ja gut, ich habe 400 Kontakte. Ob ich das alles brauche? Ich denke nicht. Was mir auch immer sehr gut tut, ist Leuten zu folgen, die mir nicht gut tun. Ja, ich habe nämlich oft gehört, gelesen, gesehen und so weiter, dass sich Leute sehr schlecht fühlen, wenn sie auf Instagram gehen, weil sie dann diese tollen Leute sehen, deren Leben irgendwie so perfekt scheint. Und wenn ihr auf Instagram geht und euch es nicht glücklich macht, beziehungsweise euch es nicht inspiriert, motiviert oder unterhaltet, sondern ihr ein schlechtes Gefühl kriegt, dann entfolgt diesen Personen, die euch dieses Gefühl geben. Es ergibt keinen Sinn. Warum solltet ihr euch schlecht fühlen? Also warum wollt ihr Leuten folgen, gegen denen ihr euch schlecht fühlt? Also falls ihr euch meinetwegen schlecht fühlt, warum? Okay, nein. Was ich sagen wollte, falls ihr euch wegen mir schlecht fühlt, dann entfolgt mir ruhig, weil eigentlich sollte man immer in seinem Leben nur Leute haben, die einem gut tun. Wie auch gerade schon bei Freundschaften und Bekanntschaften gesagt. Und es geht auch um diese Personen des öffentlichen Lebens. Also falls ihr merkt, hey, irgendwie, ich folge dieser Person nicht gerne. Auch wenn es jetzt eure Freunde sind. Wenn ihr sagt, so, hey, ich folge der Person nicht gerne, dann drückt auf Unfollow und ja, macht das. Vielleicht bin ich auch die einzige Person, aber ich habe in meinem Zimmer ein Süßigkeiten-Snack-Fach, wo ich so einfach Süßigkeiten drin habe, so vegane Schokolade zum Beispiel. Und bei mir ist es so, dass ich da oft ganz viele Sachen ansammeln und ich das irgendwie dann nicht esse, weil ich die Sachen doch nicht so lecker finde oder ich vergesse das oder es staut sich halt alles und dann habe ich da ganz viele Sachen drin und sieht so unordentlich aus und trägt mich immer auf. Deswegen miste ich da und räume da öfter mal auf und aus. Also falls ihr auch Süßigkeitenfach habt, vielleicht bin ich auch die Einzige. Dann ergibt es auf jeden Fall Sinn, da mal reinzugucken. Vor allem auch gerade jetzt, wenn es Lebensmittel sind, die dann auch schlecht werden können, ist es sehr hilfreich, dir öfter mal einen Blick reinzuwerfen und zu gucken, hey, brauche ich das noch, esse ich das noch oder kann das dann auch wegkommen? Ich persönlich habe eine Erinnerungsbox. Ich denke, viele Leute denken so, ja, Minimalisten, die haben nur das, was sie wirklich brauchen und nur so ganz, ganz wenig. Aber für mich ist halt das, was ich emotional brauche, finde ich auch wichtig. Deswegen habe ich natürlich auch noch einige Erinnerungen in meiner Erinnerungsbox, aber die quillt irgendwie auch schon so ein bisschen über. Und deswegen wäre mein nächster Tipp, auch so Bilder auszumisten, weil ich habe in der Box auch ganz viele ausgedruckte Bilder, was eigentlich auch so ein bisschen unnötig ist, da ich die meisten Bilder auch digital mehrfach gesichert habe und die mir gar nicht ausgedruckt angucke. Also ich meine, ich gucke eigentlich mir diese ausgedruckten Bilder nie an. Ja, keine Ahnung, deswegen brauche ich das eigentlich nicht und es nimmt nur meinen Platz in meiner kostbaren Erinnerungsbox weg. Also falls ihr auch so eine Erinnerungsbox habt oder generell Fotos ausgedruckt habt, dann könnt ihr mal da gucken, was könnt ihr da ausmisten, was braucht ihr nicht mehr von diesen ganzen Sachen, die ihr ja emotional festgehalten habt. Bei mir ist es auch oft so, dass ich irgendwelche von früher noch so Souvenirs hatte und mir so denke, was muss ich jetzt mit so einem komischen Geldstück? Das brauche ich einfach nicht mehr. Das wäre dann noch mein nächster Tipp. Und das waren jetzt auch schon alle Sachen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt ausgemistet habt oder ob ihr überhaupt noch ausmistet oder ob ihr mittlerweile schon so ein Konsumverhalten habt, dass ihr gar nicht mehr ausmisten müsst. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder auf meinem Kanal Lara Emily. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls euch weitere Videos dieser Art interessieren. Ja, also dann bis bald. Bleibt gesund und fröhlich und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, habt noch einen schönen Tag und danke fürs Zugucken.